Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Und ich habe keinen Plan, wie ich Schnee schmelzen kann. Du leg dich mal hin. Keinen Plan. Keinen Plan, wie ich Schnee schmelzen kann. Was kostet denn das Ding hier eigentlich? Ist nicht teuer. Ah. Radio brauchen wir noch nicht. Wenn wir jetzt noch einen Filter herstellen, vielleicht geht's ja dann. Brennholz. Komm, mach mal hier mit dem Brennholz, okay. Ich hätte gerne noch mehr von dem Brennholz. So. Und dann gehen wir bitte runter den Ofen heizen. Ah ne, erstmal gucken wir mal ganz kurz, ob wir jetzt, wo wir einen Filter haben, hier was machen können. Ich weiß nicht, wie ich Schnee schmelzen kann. Ich weiß nicht, wie ich Schnee schmelzen kann. Hier könnte man nochmal zu Ende buddeln, aber trotzdem, wie schmelzt man den Schnee? Wie schmilzt man den Schnee? Ich meine, ich habe ja so viel im Voraus aufgenommen. 14 Folgen, das heißt 14 Tage. Mittlerweile weiß ich wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, wie man Schnee schmelzt. Die ist auch eigentlich gut zum Plündern. Schneeschmelzen, Schneeschmelzen. Okay, du bist wach, dann... Ach, hungrig bist du auch noch. Dann geh mal was essen. Und du... du bist auch hungrig, dann geh auch was essen. Wie kann man Schnee schmelzen? Guck mal gleich nochmal in den Ofen, also hier in den Kochherd, ob man da... Warte mal, du solltest doch was essen, Katja. So. Du guck mal bitte nochmal, ob man Schnee schmelzen kann. Hier. Ah, okay. Ich hab's gerafft. Ah, die Filter brauchen wir trotzdem dazu. So, können wir noch mehr Schnee schmelzen? Noch einen. Mal gucken, ob wir noch mehr Filter machen können. Oh, sie hat jetzt gleich eine Nahrung gemacht. So ein bisschen Wasser haben wir ja jetzt. Aufrüsten können wir das Ding noch nicht, wa? Du bist hier oben. Pass mal auf, geh mal bitte hier unten. Oh, die Nacht, die Nacht, die Nacht, die Nacht. Sie ist gut im Schleichen. Hatte man nur 10 Inventar. Okay, geh mal plündern. Und ihr steht jetzt mal beide Wache, weil ihr seid beide nicht müde. Wir gehen wieder zum zerstörten Wohnblock. Wir nehmen mit 2 Dietriche und eine Schaufel. So. Gucken wir mal. Ob Kinder guckt. So.
Ach, da oben kommen wir ja nicht rin, wa? Mein Gott, ey. Ich glaube auch, dass wir hier eigentlich jetzt alles schon gelootet hatten, wa? Außer diesem. Ne, hier noch nicht. Hier ist noch was drin. Das hat wohl nicht ins Gepäck gepasst. Hätte ich ganz vergessen. Ah, Material. Ist ja geil. Ist ja geil. Material ist total oberwichtig im Moment. Ich könnte sogar einen Dietrich hier lassen. Nee, mache ich nicht. Das war's schon. Ich will mir unbedingt diese komischen Rattenkäfige noch bauen, dass ich zumindest erstmal von der Nahrung und vom. Von Nahrung und Wasserversorgung so relativ unabhängig bin. Tag 4. So, da sind wir wieder. Sie hat es geschafft. Und jetzt, wenn wir zwei Wachen haben, kann es nicht sein, dass wir Doch, wir wurden ausgeplündert. Aber die haben uns nichts geklaut. Unsere Wachen leisteten gute Arbeit und Katja ist leicht verletzt. Katja, meine Liebe, was können wir dir denn antun, Gutes? Immer eine Bandage. Du bist jetzt natürlich auch müde, weil du bist sehr hungrig. Nein, ess was. Du bist auch müde. Geh mal schlafen. Und... wir haben hier auch noch so viel Zeug zum Looten. Du bist immer noch hungrig? Dann ess mal noch hier so eine Büchse. Nee, du nicht, oder? Nee, du ess mal eine Büchse und du geh schlafen. So, mein Freund. Guck mal, ob du noch ein Bett machen kannst. Oder? Brauchen wir noch ein Bett? Nee, der soll lieber arbeiten. Hier, mach mal hier unten. Einfache Werkstätte. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja mal gucken, ob ich das Ding jetzt schon hoch... Ja gut, dann nehmen wir ihn. Und sie ist ja müde, sie soll schlafen gehen. Das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Und du? Kannst mal gucken, ob du noch was kochen kannst. Ich kann sie aufrüsten. Mache ich. Mache ich. So. Oh, wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Dann gehen wir bitte raus. Oder haben wir noch Schnee? Drei Schnee. Gehen wir bitte raus, noch ein bisschen Schnee schaufeln. Da kommt gerade jemand. Ein Händler. Gucken wir mal, was er hat. So, Wasser. Warte mal, was hatten der? Wasserfilter. Nehmen wir mal. 1, 2, 3. Und das ganze Brennholz. Erstmal. Oder? Wir haben ja diesmal gar keinen Raucher dabei, wa? Das ist natürlich auch cool, wa? Wir nehmen erstmal nur das und dann gucken wir mal. Wir haben einen Diamant gefunden. Vielleicht bringt er was. Ist nicht genug, sagt er. Ey, wir haben 22 Brennholz. Nehmen wir das mal wieder weg. Gut, wir können uns einigen. Gut, dann möchte ich aber noch mehr haben. Und zwar hätte ich gerne noch... einmal Medikamente und einmal das Zeug und dann noch die Bandagen. Und dafür könnte ich hier geben. Nee, warte mal, die nehmen wir nochmal weg.
Wir sind ja gerade nicht groß krank. Wir sind ja gerade nicht groß krank. Wir nehmen hiervon noch was. Wie können wir das bezahlen? Mit elektrischen Komponenten? Und hier noch was? Kräuter, okay. Das war's schon. Du kannst wieder gehen, mein Freund. Wir sehen uns ja eines Tages wieder. Jetzt haben wir eigentlich so viel Schnee. So, mein Guter, du hast es hier aufgebaut. Haben wir jetzt genug, um eine Hasenfalle zu bauen? Nein, was fehlt uns noch? Ach du Scheiße, wenn ich das gewusst hätte. So, wir dürfen jetzt nichts bauen, bis wir das Zeug für eine Hasenfalle zusammen haben. Bitte merken. Bruno, mein Freund, buddel mal hier. Und sie schläft, okay, sehr schön. Wie sieht's mit dir aus? Du bist hungrig, leicht verletzt und müde. Gut, geh mal schlafen. Oh, Bruno, 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 du siehst ja gar nicht gut aus, ey. Vielleicht finden wir da hinten noch was Schönes. Plus 2 Grad, ey, der Ofen macht's echt, bringt's nicht. Kann man den noch... Können wir den aufrüsten? Ne, reicht nicht. Dann machen wir den Haufen noch weg. Wir gucken auch mal, was in dem Schrank hier hinten ist. Bruno, Marin, du bist ja gar nicht Bruno, Marin. Weil er sieht so ähnlich aus wie Bruno. Jetzt sage ich immer Bruno, er ist ja gar nicht Bruno. Schüttelfrost hat er. Leicht krank. Medikamentenmäßig sieht es nicht so doll aus hier bei uns. Oh, okay. Dann kannst du nämlich gleich mal, wenn du leicht krank bist, dann nimm doch gleich mal ein Medikament. Hier. So, du bist jetzt fertig. Du bist fertig. Dann leg mal hier noch ein bisschen Holz nach. Und jetzt gehen wir mal nach oben zum Kochen. Schnee haben wir. Wir haben auch Wasserfilter. Haben wir ja ein paar gekauft. So, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gekochtes Essen. Können wir sogar doppelte Portionen machen? Nee, dazu haben wir zu wenig Wasser. Ach, können wir gar nicht. Wir haben überhaupt zu wenig Wasser, sehe ich gerade. Na, ich will ja Wasser herstellen. Ah, hier. Zwölf Wasser. Yeah. Mach mal jetzt 12 Wasser. Und du geh mal bitte zur Werkbank. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas auf die Reihe bekommen. Ich wollte ja eigentlich kein Material mehr verwenden, war, bis ich eine Hasenfalle gebaut habe, bis ich eine Hasenfalle bauen kann. Na, dann geh mal wieder schlafen. Dann sollte die Afrika das nächste Mal wahrscheinlich looten gehen. Wir brauchen unbedingt diese Zahnräder. Tag beenden. Afrika soll looten gehen. Oh, guck mal, was gibt's denn jetzt hier?
baufälliges, besetztes Haus, da wohnen Obdachlose drin. Und ein Militärstützpunkt, das ist gefährlich. Wollen wir hier hingehen heute? Ausnahmsweise mal. Katja ist leicht verletzt, bandagiert, leicht krank. Er soll im Bett schlafen. Sie soll plündern und nimmt diesmal gar nichts mit. Und sie soll Wache stehen. Wir gehen ihm nichts mit. Erstmal. Wir brauchen nur ein Zahnrad eigentlich. Oder zwei. Bis jetzt ist hier keiner. Mann, genau das, was man. Warum stand da jetzt nicht alles neben? Ach so, weil nicht alles reinpasst. Zahnrad wäre nicht schlecht. Aber Material ohne Ende hier, ey. Lässt sich nicht öffnen. Hier ist auch nichts. Hier ist was. Sehr schön. Noch mehr Zahnräder wären cool, als wir zwei Fallen vielleicht bauen können. Weiß nicht, ob wir genug Holz haben. Kommen wir nicht rüber? Da brauchen wir eine Säge für. Was steht hier? Liebste Marsha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr, ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen, aber mach dir keine Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignetere Zuflucht. Ey, cool, da malt er in solchen Zuständen. Und der malt Gemälde. Was haben wir da unten? Eine Ratte oder einen Menschen? Einen Obdachlosen. Obdachloser. Wollen wir mit dem mal einen Quatscher machen? Nicht wirklich, wa? Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Eine Metapher nehme ich an. Guck mal, hier können wir noch hochgehen, ohne auf diesen Obdachlosen zu treffen, hoffe ich. Ich könnte noch mehr von den Zahnrädern gebrauchen. Ah, da kommen wir nicht rein. Gut, dann gehen wir zurück. Gehen wir zurück und dann können wir wenigstens eine Falle bauen. Wir eine Falle bauen. Das machen wir dann aber in der nächsten. Oder machen wir es jetzt noch, bevor ich es vergesse? Macht gar keinen Sinn, oder? Wenn ich hier jetzt baue, dann ist sie ja, wenn ich das nächste Mal starte, fangen wir genau an dieser Stelle wieder an hier. Ja, muss ich mir das merken fürs nächste Mal und dann eine Hasenfalle im nächsten Mal bauen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wir wurden ausgeplündert.
Katja wurde leicht verletzt, danke. 6-mal Feuerholz und 1-mal Wasser, Mist. Der Ofen brennt noch. Wir haben keine Medikamente. Nee, weißt du, nehme ich... Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Immer noch nach so vielen Folgen. Super geiles Spiel, macht mir totalen Spaß. Vielleicht wird es wieder mal ein Spiel, wo ich 100 Folgen bringe. Mal gucken. Also Long Dark muss auch weitergehen. Gut, das war's erstmal. Danke, tschüss.